Hi. Gut, dass wir das Mammut dabei haben. Viel wert. Schallbomben. Oh, die kann ich sogar tatsächlich mitnehmen. Wer weiß, wann sich wieder der nächste einbuddelt. Da komme ich aber einfach nicht lang. Okay. Dann muss ich wieder Fahrstuhl fahren. Das wird wohl so eine Fahrstuhl-Action hier. Gegen euch brauche ich aber nicht. Euch kenne ich schon. Sein, ihr habt euch geändert. Flugwürgerstimulant. Was? Krähe? Oder Adler, Geiergeräusch? Entschuldigung, muss mal dran vorbei. Diabolos. Warum habe ich mir das gerade gedacht? Jubel, Nayagi, wie zerrüttet ist dieser Ort? Der Boden ist direkt unter uns durchgespürt. Aber es sieht aus, als können wir hier weitergehen. Das Glück scheint auf unserer Seite. Oh ja, lass uns nachsehen. Ich lande zwar auf meinen Füßen, aber ich hoffe, dass das nicht nochmal passiert. Oh, guck mal, ein T-Rex. Brauchen wir T-Rex-Sachen? Nee, na, ich glaube, der Zug ist abgefahren, dass wir T-Rex-Sachen brauchen. Viel gebratene Steaks. Brauchen wir viel gebratene Steaks? Okay, wir haben jetzt zwei Optionen. Das kam zu spät. Da war er schon in uns drinne. Ein T-Rex! Ach ja. Ist er hier stark? Ja, naja. Wir kriegen ihn tot. Wir müssen dir echt dieses Ding rausnehmen, ehrlich. Wir müssen das ganz dringend rausnehmen von dir, wirklich. Das ist ganz, ganz eklig, dass du das ständig einsetzt. Das ist ganz eklig. Ständig setzt er das ein. Ja, Inferno-Gas, geil. Aber wenn du angegriffen wärst gerade, dann schlecht. Aber ich mache lieber einen Ausgleich als, ne? Leider sehr anfällig für Elektrizität. Fang! Hast du gefangen, Roberto? Ich konter mich aus. Ist schon in Ordnung. Sauer. Reiten wir gleich mal los. So viel kann der T-Rex ja auch nicht mehr. Der war mal gruselig, damals. In unserer Jugend, ich weiß noch. Jetzt kriegt er einfach nur Schaden. Nein. Geschwindigkeit bitte.
Schaden macht er trotzdem noch. Schaden machst du aber trotzdem noch, Kumpelblase. Ja, schon wieder um 1000stel Millionstel. Aua. Au. Das tut aber auch sehr, sehr weh, muss ich sagen. Das tut immer sehr, sehr, sehr weh. Teil gebrochen. Tot. Ah, dieser wilde Speer, ne? Tut noch ganz schön weh. T-Grex-Sachen, aber ich glaube, die sind echt irrelevant geworden. Ich wüsste zumindest nicht, wofür wir das bräuchten. Ich wüsste aber, dass wir tatsächlich mal jetzt ein Herz-Chiro essen sollten. Hey, unser Erkundungstrupp ist wieder da. Cool. Bin leider nicht in der Nähe. So. Okay, wir haben jetzt hier einen Fahrstuhl und auf der anderen Seite einen Fahrstuhl. Wobei ich bei dem Fahrstuhl beinahe schon glaube, dass der uns eventuell runterführt. Ich weiß es nicht. Also runter zum Anfang. Okay, er fährt hoch. Vielleicht ist das auch normal, dass das nur so eine Animation ist. Okay, das sieht aber aus, als ob wir hier lang müssen. Dann fahren wir erstmal mit dem anderen runter. Und nein, es gibt auch eine Runteranimation. Okay. T-Grex? Nein? Gut. Nicht, dass ich Angst habe, aber... Hier fehlt uns das vielleicht nach unten? Ja. Mal schauen. Bestimmt zum Anfang, oder? Nö. Nur zu einer Kiste. Was so gesehen trotzdem der Anfang ist, um hier rauszukommen. Trainingsamulette. Gut. Haben wir es. Alles mitnehmen. Wir haben Zeit. Ey, und Rafa geht's gut. Die machen bestimmt gerade eine Pyjama-Party. Richtig schön langsam. Richtig langsam und langwierig. Das Mammut. Du bist tatsächlich eine andere Krabbe. Du siehst tatsächlich anders aus. Dann greifen wir dich doch nochmal an. Du siehst irgendwie lila aus. Flau, Diamo, Hermamo, Damo. Ich weiß nicht, was wir einsetzen, ehrlich gesagt. Aber ich weiß, dass Geschwindigkeit dann bestimmt gut ist. Techniker, okay. Schade. Aber ich habe ja extra Blitz genommen. Okay, wenn Technik, dann Daichi. Natürlich ist der Hammer gut gegen die Schale von dem. Sieht doof aus. We're just warming up.
Lassen wir ihn auf Gleichstand. Stört nicht. Weg. Show me what you can do. Er macht gerade nichts, deswegen laden wir einfach nochmal auf. Jetzt er pisst, jetzt machen wir einfach seinen Angriff. Geschwindigkeit macht er jetzt. Technik. Wir brauchen wirklich ein neues Technikmonster. Das ist ja, wird ja schon langsam wichtig mit neuen Technikmonstern. Kleine Vesarius ist gut, aber ich glaube, er ist so ein bisschen abgehalftert jetzt. Ja, aber das Gefühl, dass er so ein bisschen, naja, nicht mehr so stark ist wie andere. Wenn er halt sehr gut vergiften kann. Der ist aber auch gleich. Der ist aber auch gleich tot. Blocken gewählt. Oho. Gegenangriff. Hey. Steigender Drache. Toll. Nutzen wir ihn jetzt? Jetzt ist er da so geblockt. Kann ich einfach mal so ganz doof einfach eine Bombe werfen? Das ist ja nervig. So, jetzt ist er aber. So, er macht die ganze Zeit Technik, also können wir mit unserem Elektro-Dude eigentlich Kraft machen, ja. Das blöde Ding, Alter. Wie doof, wie nervig. Gut, danke, tot. Wir sind Level Up. Pflaumen. Pflaumenkrabbe. So, das hat viel zu lange gedauert. Das hat länger gedauert, als was ich dachte, dass es dauert. Hier gibt es einen Katzerwatzerstand. Wir sollten tatsächlich mal einmal ganz kurz zurückgehen, oder? Einfach nur, um unsere Herzen auch aufzuladen. Und wenn wir schon zurück können, dann können wir das eigentlich auch echt ausnutzen. Dann können wir auch gleich die Nebenaufgaben abgeben und so. Vielleicht mal gucken, ob wir ein anderes Technikmonster mitnehmen sollten.
Auch wenn der Besarius halt echt cool ist, aber weiß ich nicht. Er wirkt nicht mehr zeitgemäß. Er wirkt einfach nicht mehr zeitgemäß. Aber wir haben auch nicht wirklich gute Geschicklichkeits-Technik-Monster. Müssen wir wirklich nach einem Technikmonster gucken. Ist einer von denen Technik zufällig? Ich glaube, bei Kyra ist sogar Technik, oder? Nee. Ist einer von denen? Das ist der Einzige, aber das ist doch doof. Das ist doch doof. Naja. Was soll's, wa? Machen einfach weiter das. Wir machen das weiter. Brauchen Technik. Es gibt ja auch bis jetzt noch kein Technik von... Sag schnell. Von den Königlichen. So, die lila Glüpfer haben wir besiegt. Den grauen Kicher. Wieder zurück, warte, da. Einmal bitte zu dem Turm. Schlimme ist, es muss halt auch ein cooles Technikvieh sein. Diabolos. Ich meine, wenn wir auf den Diabolos treffen. Das ist ja gar kein Diabolos. Hi. Ein königliches Monster. Das ist ja ein Besarius. Nee, hieß er so? Nee, Besarius. Keine Ahnung. Ich hab vergessen, wie der heißt. Macht nichts, erst Kraft. Es ist ein Monobloss. Ja, ja, achte auf seinen Hornangriff. Er kann auch unter der Erde abtauchen, um sich zu verstecken. Muss ich, nachdem dieser Ort verlassen wurde, hier verkrochen haben. Treffen wir die ganzen königlichen Monster aus dem ersten Gebiet, wa? Das ist ein bisschen frech. So, Horn, Schwanz, Beine, Bauch, Horn kann man bestimmt frech. Oh, Geschwindigkeit? Was fällt dir ein? Ach ja, der hat ja immer Geschwindigkeit genutzt, aber war ja Krafttyp. Ja. So einer war das ja. Soweit ich mich dran erinnere. Leider schon ein bisschen her. Aber ich glaube, einer von der Sorte war das. Sehr schön, brennt. Gleich drauf. Gleich vergiften.
Hier wird nicht Tunnel gegraben. Glaubt's ja wohl. Ja, ich denke mal, dass er weiterhin seinen Tunnel graben möchte, wa? Okay, Hammer ist einfach scheiße. Ich werfe eine Schallbombe. Hab dich. Bodenhieb, das tut auch weh. Sehr schön, 1844 ist immer so übertrieben. Sein Hörnchen, keine Ahnung, vielleicht gehen wir alle jetzt erstmal auf sein Hörnchen. Er geht das zumindest schon mal. Wir haben die schon einmal besiegt. Wir haben die schon 100 Mal besiegt. Sind wir mal ehrlich, wir haben die schon 100 Mal besiegt. Nicht nur einmal. Schauen aus letzter Kraft ein, gut. Vergiftet haben wir ihn auch. Wieder. Noch einmal. Schwer ist er ja zum Glück nicht. Also wir sterben hier nicht an Schwierigkeitsgrad. Das auf jeden Fall nicht. Er will doch, sag ich doch. Sag ich doch, der will Tunnel graben. Aber vielleicht ist er ja schon vorher tot. Sieht nicht danach aus. Ich müsste wechseln. Das war jetzt nicht geplant. Das war ungünstig. Noch besser, als wenn er ihn gleich fertig macht. Lieber Gleichstand als alles andere. Süß. Sein Angriff war so zart. Tunnelgraben, wetten. Nein. Danke, cool. Oh, jetzt habe ich Geschwindigkeit auf Geschwindigkeit. Ist egal. Ist egal. Habe ich jetzt nicht... Habe ich jetzt nicht nachgedacht, nachgeguckt, keine Ahnung. Außerdem bin ich die ganze Zeit der Meinung, dass er Tunnel graben will, aber er will einfach nicht einen Tunnel graben. Ich meine, ist gut für uns, aber der Kampf dauert sowieso schon ewig.
Du gibst deinen steigenden Drachen auf, ey. So. Nicht perfekt, aber tot. Endlich haben wir ein paar Monobloss-Teile. Sachen, keine Ahnung. Endlich.